Supermarkt Samstag bei ProbierTV und heute kommen die wirklich dicken Ampullen auf den Kanal. Was das für ein Bier ist und wo ich es her habe, darüber reden wir, wie immer, wenn ihr dranbleibt. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid startklar für den heutigen Supermarkt Samstag. Ihr wisst genau, das ist der Tag der Woche, wo es ein Bier gibt, das aus irgendeinem Supermarktregal auf diesem Erdball rausgezogen wurde. Also einzige Bedingung ist, es muss im Supermarkt verkauft werden. Und da haben wir schon einiges Abenteuerliches erlebt. Heute, glaube ich, legen wir noch mal einen drauf, zumindest mal was die Größe angeht. Und ja, die Größe der Abonnenten, die könnt ihr beeinflussen. Wenn ihr nämlich noch kein Abo vom Kanal habt, dann seid doch so lieb und lasst da unten gerne ein Abo da und unterstützt ein bisschen den Kanal und erfahrt jeden Samstag Neues aus der Welt des Supermarkts, vielleicht für euren eigenen Einkauf. Ich war ja in Tschechien und habe mich da so ein bisschen auch durch die tschechische Bierszene durchgearbeitet und habe natürlich eher ein Auge auf das ein bisschen craftigere Bier gehabt, aber natürlich auch die klassischen Biere. Und ein Gang in den Supermarkt steht natürlich auch in Tschechien ganz oben bei mir auf dem Programm. Allein, um mal zu sehen, was es da so für Biermarken gibt, von denen ihr noch nie was gehört habt und ich natürlich auch noch nicht. Und so ein Vertreter, der steht heute hier neben mir. Es ist die Brauerei Svižany und das Svižanský Mas, ein Lagerbier, ein elfgradiges Lagerbier. Und für diejenigen von euch, die das noch nicht wissen, in Tschechien werden ja diese Lagerbiere klassischerweise nicht nach dem Alkoholgehalt auf die Getränkekarte geschrieben, sondern da gibt es normalerweise in jedem Bierlokal ein 10-gradiges, ein 11-gradiges und ein 12-gradiges. Und dann alles, was da noch so rumkreucht und fleucht. Aber das ist normalerweise so das Standardprogramm, was angeboten wird. Und deswegen, ja, wenn man ein Lager in Tschechien bestellt, wird man immer gleich nur gefragt, ja, 10, 11, 12? Und muss dann eine Antwort drauf finden. Mit 12 liegt man eher so in dem Bereich, wie wir es so in Mitteleuropa kennen. 10, 11 ist aber durchaus auch was Übliches. Und 10 zum Beispiel ist so, ja, so das Mittagsbier, wo es dann eben nicht so heftig zur Sache geht. Und ein 12-gradiges kann man dann am Abend trinken. Aber die Tschechen schauen ja auch immer ein bisschen drauf, dass mehr getrunken wird. Und ich glaube, für diesen Einsatzfall ist dieses Bier hier gedacht. Es ist, wie auf der Webseite steht, die Dose für echte Kerle. Wir haben ja schon mal eine 1-Liter-Dose Faxe gehabt, aber das sind jetzt mal 2 Liter. Also für den kleinen Durst zwischendurch, Herr Doktor, ich habe nur ein Bier pro Tag getrunken. Hier mit der Dose kriegt das eine ganz andere Dimension. Vielleicht noch ein paar Worte zur Brauerei Pivovar Svižany. Svižany heißt die Stadt, aus der diese Brauerei kommt. Das Braurecht in der Stadt gibt es seit 1564. Das hat dann mehrmals gewechselt. Da gab es Fürsten, Herzöge und weiß der Kuckuck was nicht alles, die da mit der Brauerei immer auch offensichtlich ihre Freude hat. 1945, nach dem Zweiten Weltkrieg, wie viele andere Geschichten auf dem geografischen Teil der Erde, wo diese Brauerei nämlich in Tschechien zu Hause ist, wurde sie dann verstaatlicht. 1992, auch im Zuge einer Wende, die gerade durch diese Ostregion ging, wurde sie dann privatisiert und 2005 wurde sie sogar zur Aktiengesellschaft. Und 2013 hat die Brauerei dann das Schloss Svižany übernommen und ja, man kann das auch besuchen und ich gehe mal davon aus, dass es da auch eine schöne Biergastronomie gibt. Womit die Brauerei auch immer wieder von sich reden macht, sind die Bieretiketten und ich zeige euch mal so ein bisschen, was ich hier meine. Ist vielleicht etwas, was man mal vorsichtig gesagt in modernen Zeiten doch eher darauf verzichten können sollte, aber offensichtlich können sie es nicht lassen und kommen immer wieder mit solchen Etiketten über den Tisch und wie gesagt, ich brauche es nicht und ich würde mich eher auf die inneren Werte verlassen und nicht auf solche Mätzchen, aber gut, soll so sein. Es ist das meistverkaufte Bier, vielleicht auch wegen den Etiketten. Seit 1998 wird es gebraut und vielleicht noch ganz spannend, es ist Saazer Hopfen drin und Hopfenprodukte. Das kann ein Hopfenprodukt sein, bis mir dann einfällt, na, das wird wahrscheinlich Hopfenextrakt sein. Zucker ist noch mit drin und ansonsten das, was üblicherweise in ein Lagerbier gehört. So, und jetzt mache ich es einfach mal auf und ich kann die Dose nicht hochnehmen und es euch in die Kamera halten.
aber es ist schon irgendwie sehr entgegenkommend. Aber den ersten Druck haben wir jetzt mal runtergebracht. Es ist natürlich auch, ich habe natürlich vorher noch ein Foto damit gemacht und das ist natürlich nicht ganz einfach, so eine Dose dann nicht zu bewegen und vor allen Dingen jetzt mal auszugießen. Aber am Ende des Tages funktioniert es dann doch ganz gut, wenn mal so die erste Sauerei weg ist. Hier habe ich ein bisschen was zum Auffischen. Und ja, das ist jetzt mal gerade so ein Zehntel von dem, was ich jetzt hier aus der Dose rausgezaubert habe. Aber optisch muss man sagen, hey, hallo. Also das ist mal ein echtes Leckerchen. Das ist eine schöne, etwas hellere, aber richtig schön goldene Farbe. Wir haben einen schönen Schaum oben drauf mit eher mittlerer Pore. Macht eine richtig schöne, stabile Form. Und wenig Kohlensäure im Glas zu sehen, aber wir haben ja gesehen, es ist dann schon was mit dabei. Und natürlich auch, ich glaube, die Trübung, die man hier sieht, das ist eher das angelaufene Glas, weil es ein bisschen beschlagen ist. Aber ansonsten ist das eher ein glanzfeines Bier natürlich. Ja, es ist schon sehr auf der malzigen Seite zu Hause. Bisschen kräutriger Hopfen. Würde auch sagen, so ein bisschen schöne, leichte Süße. Und ich habe so gerade so ein bisschen das Gefühl, es deutet sich etwas an, wo ich sage, das habe ich, glaube ich, bei tschechischen Bieren hier am Kanal noch, wenn ich nie, dann doch zumindest selten gehabt. Da deutet sich ein bisschen was Buttriges an, aber das werden wir jetzt gleich nochmal checken. In diesem Sinne, cheers. Ja, definitiv. Also, es ist relativ malzlastig. Das ist vielleicht so das, was am ehesten so ein bisschen überrascht hat. Eine schöne, kräftige Malznote. Auch in, kommt dann auch, ich sag mal, für den Körper später. Muss man aber schauen, ob in welchem Bereich das anzusiedeln ist. Aber es schmeckt intensiver, als es, glaube ich, nachher vom Körper her wirklich zu bewerten wäre. Schönes, helles Malz, dann eine schöne, angenehme, leichte, bittere. Also dieser Saazer Hopfen ist ja auch dafür bekannt, dass er den Bieren so ein bisschen eine leichte Frische mitgibt. Und das macht er hier sehr, sehr gut. Schöne, kräutrige Noten, die durchaus ein bisschen intensiver sind als die bittere. Wie gesagt, schöner, grasig, kräutriger Hopfen. Nicht so vollmundig. Es ist noch gut trinkbar. Und dann eben das, was ich schon angesprochen habe, das merkt man dann doch schon relativ intensiv. Gerade in solchen leichteren Lagerbieren, da ist eine leichte Diacetylnote drin. Das ist in tschechischen Bieren durchaus gewollt und ich gehe mal davon aus, dass das auch hier gewollt ist. Aber es ist was, das ist, glaube ich, von der Intensität auch so, dass man es schmeckt, wenn man diesen Bierfehler, oder Bierfehler, es ist ja in dem Fall kein Bierfehler, weil es ist ja auch gemäß den Guidelines sogar erlaubt und auch gewünscht. Aber wenn man dieses Aroma nicht so kennt, das findet man doch relativ schnell, wenn man es auch vielleicht gerade gesagt kriegt, du such mal ein bisschen buttrig. Das ist hier durchaus der Fall. Was allerdings mich ein bisschen stört, es hat auch ein bisschen Cardboard, also so Pappe, was eher für eine leichte Oxidation spricht. Vielleicht liegt das auch an diesem Verschluss hier, der glaube ich auch nicht so das alleroptimalste ist für diese Biere, weil er, glaube ich, einfach nicht so richtig dicht ist. Trotz alledem, schöne Balance zwischen Malz und Hopfencharakter, schönes typisches tschechisches Lager und vielleicht noch ein bisschen typischer eben, weil auch diese leichte Diacetylnote mit drin ist. Ich würde es jetzt tatsächlich vom Körper her gerade noch so in den schlanken Bereich einordnen. Ja, aber es ist irgendwo natürlich dann auch ein bisschen persönliche Geschmackssache. Ich glaube, es ist besser aufgehoben, wenn man sagt, es hat noch einen schlanken Körper, wenn man weiß, dass es eher das obere Ende ist. Schöne mittlere Kohlensäure, nicht zu spritzig, nicht zu aufdringlich. Das ist ein richtig schönes, erfrischendes
trinkbares Bier, Schüttbier. Ich meine, wir haben auch 2 Liter davon. Und das ist dann natürlich auch ein Faktor, der eben dazu führt, dass man von dem Bier ein bisschen mehr trinken kann. Sehr, sehr süffig. Und letztendlich auch durstlöschend. Also soll ja auch nichts Schlimmeres passieren. Aber jetzt merkt man, die Diacetylnote, das kumuliert sich so ein bisschen auf. Und man merkt schon, das bleibt auch so ein bisschen am Gaumen hängen. Und das ist letztendlich was, was man mögen muss. Und viele mögen das ja gerade und besorgen sich dann echte tschechische Biere und sind manchmal enttäuscht, wenn bei den Mainstream-Bieren wie zum Beispiel Pilsener Urquell oder Budweiser, diesen großen Marken, dass da gar nicht mehr so viel Diacetyl drin ist. Eigentlich ist es eher noch in homöopathischen und eher Fantasiedosen drin, sondern das sind eher schon Biere, die sich dem internationalen Begriff des Lagers und des Pilzbieres dann angepasst haben und solche Sachen dann eben einfach nicht mehr haben. Hinten raus bleibt eben eine knackige, schöne, kräftige, bittere. Es wird ein bisschen trockener, aber der Nachtrunk ist auch nicht so lang. Das Einzige, was so ein bisschen hängen bleibt, ist die leichte Bittere mit dieser Diacetylnote am Gaumen. Und ja, wie gesagt, wenn man das mag, dann ist das was ganz, ganz Feines. Und ich bin froh, dass ich auch sowas wirklich mir mal am Kanal präsentieren kann. Wenn ihr also sowas sucht, dann ist das möglicherweise ein Bier, was ich euch an der Stelle mal ans Herz legen kann. So, das ist das Svijanský Mas 10, beziehungsweise 11, ein tschechisches Lagerbier. Und von ProbierTV, ich halte das jetzt nicht noch zweimal da rein, gibt es 3 von 5 möglichen Punkten für das Svijanský Pivovar Svijanský Mas 11. So, war wieder mal ein ordentlicher Zungenbrecher dabei. Wenn ihr andere Biere kennt, und das würde mich jetzt tatsächlich mal interessieren, was sind so Biere, die ich möglicherweise in einem tschechischen Supermarkt kaufen kann? Na, was machst du denn jetzt? Fängt dich bloß an, mit mir zu reden. Na, lustig. Die eine Diacetylnote haben. Wo ist das so richtig kräftig mit drin? So wie möglicherweise bei diesem Bier. Würde mich mal interessieren, wenn ich mal wieder in Tschechien bin, dann würde ich an der richtigen Stelle gerne zugreifen. Schreibt mir bei YouTube, Facebook, Instagram oder schickt mir ein E-Mail. Würde mich tatsächlich sehr interessieren. Und ansonsten nicht vergessen, das Gewinnspiel für das Bierpaket bzw. die Bierpakete läuft noch bis Montag. Also wenn ihr noch nicht mitgemacht habt, dann sucht das Video raus, macht noch schnell mit und schickt mir auch dazu eine E-Mail. Dann soll es für heute gewesen sein. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich bin raus. Wir sehen uns bis dahin. Tschüss, Papa. Servus, Prost und Ahoi. Tschüss.